aus der Bodensee Arena in Kreuzlingen begrüßen Sie den Mann, der heute die Chöre kämpfen lässt. Hier ist Sven Epinay. Guten Abend, Schweiz! Guten Abend, live aus Kreuzlingen aus der Bodensee Arena. Kampf der Chöre. Herzlich willkommen, Chöre aus Zürich. Da haben wir sie. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Freiburger auf dieser Seite. Herzlich willkommen. Viel Erfolg in der Show. Es sind schon über 160 Leute auf der Bühne. Und was für eine Stimmung. Guten Abend, Kreuzlingen! Ja, so stellen wir uns das vor bei Kampf der Chöre. Die erste von sechs Sendungen, die wir jetzt am Sonntagabend zu euch in die gute Stube schicken. Und die sind die wichtigsten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, weil die bestimmen, wer von diesen Chören macht seinen Job heute am besten. Chöre haben natürlich Chorleiter. Und die haben ihren Job schon vor ein paar Wochen angefangen. Die haben nämlich in ihrer Heimat den Chor zuerst mal zusammenstellen müssen. Alles Leute, die vielleicht noch gar nicht in einem Chor gesungen haben. Oder Chöre auf jeden Fall, die es so noch nie gegeben hat. Wir erklären euch alles, aber zuerst möchte ich euch die Chorleiter vorstellen. Herzlich willkommen, guten Abend. Das sind die acht, die vor den Chören stehen. Hier ist Michael von der Heide mit seinem Chor aus St. Gallen. Der Coach vom Team aus Graubünden, der Stemps von der Band Cool. Chor Fabienne Louves. Und Chorleiterin aus der Region Bern heisst Sandy. Kanton Schweiz, das Team von Paddy Bernhard und sein Chor. But the sun always shines in me. Bonsoir, Fribourg, der Chor von Gustav. Quand Dieu est si à tout de là. Noemi Nadelman und ihr Chor. Und last but not least aus Küsnacht am Zürichsee, der Chor von der Maya Brunner. Still had the joy and God was just a prayer away. Stellen wir uns das vor.